Und ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Video aus meiner Schleimreihe, Schleimwoche. Ich habe heute ganze drei Slimes für euch. Und zwar zeige ich heute, wie ihr diese drei coolen Crunchy Slimes herstellen könnt. Ich will jetzt gar nicht so genau auf die einzelnen Slimes eingehen, weil ihr gleich genug dazu sehen werdet. Also wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Für den ersten Schleim braucht ihr etwas Bastelleim, außerdem Natron und etwas Kontaktlinsenlösung. Und die wichtigste Zutat sind solche Styroporkügelchen. Ich habe hier leider nur so grüne gefunden, aber die tun es natürlich auch. Und ich fange damit an, mein Bastelleim in die Schüssel zu geben. Ich habe hier ungefähr eine halbe Packung verwendet. Und dann fange ich auch schon an, meinen Natron zu dem Kleber hinzuzugeben und anschließend natürlich auch die Kontaktlinsenlösung. Und das mache ich einfach so lange, bis ein guter Schleim entstanden ist. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Schleim nicht noch zusätzlich einzufärben oder so, sondern das Ganze einfach weiß zu lassen. Deshalb habe ich schon direkt angefangen, die Styroporkügelchen mit meinem Schleim zu vermischen. Und Leute, ich habe doch wirklich nicht gespart, also ich habe da wirklich sehr viele von diesen Kügelchen hinzugegeben. Und wenn das Ganze gut vermengt ist, seid ihr auch schon fertig. Für den zweiten Schleim braucht ihr etwas Kleber. Ich habe mich hier für einen durchsichtigen Kleber ohne Lösungsmittel entschieden. Außerdem könnt ihr den Schleim natürlich einfärben. Ich habe mich hier für Acrylfarbe entschieden. Außerdem braucht ihr etwas Natron und Kontaktlinsenlösung und ein bis zwei Küchenschwämme. Ich habe hier einfach gelbe verwendet, weil ich den Schleim später auch gelb einfärben möchte. Ich fange damit an, dass ich den Kleber in meine Schüssel gebe und anschließend auch etwas Natron hinzugebe. Da ich mich ja dafür entschieden hatte, den Schleim einzufärben, gebe ich jetzt auch direkt schon die gelbe Farbe hinzu und nehme mir anschließend die Kontaktlinsenlösung und gebe die so lange hinzu und rühre das Ganze gut um, bis ich einen Schleim habe. Jetzt widme ich mich auch schon den Schwämmen und zwar fange ich damit an, erstmal die raue Seite abzuschneiden, denn die brauchen wir hierfür nicht. Und danach werde ich den Schwamm einfach in kleine Würfel schneiden. Wenn das geschafft ist, kommen wir auch schon zum letzten Schritt und zwar müsst ihr den Schleim nur noch mit den kleinen Schwammwürfeln vermischen und dann seid ihr auch schon fertig. Für den letzten Schleim werde ich eine Peel-Off-Maske verwenden und natürlich, wer hätte es gedacht, braucht ihr wieder Natron und Kontaktlinsenlösung und die wichtigste Zutat, damit das Ganze auch ein Crunchy Slime wird, sind Perlen. So, meine Peel-Off-Maske ist schon in meiner Schüssel. Ich werde das Ganze in diesem Fall natürlich nicht noch einfärben, weil das Ganze schon bläulich eingefärbt war. Und nachdem ich mein Natron zu meiner Maske hinzugefügt habe, werde ich noch ein bisschen Kontaktlinsenlösung dazugeben. Und wenn euer Schleim fertig ist, dann kommen auch schon die Perlen zum Einsatz. Falls ihr wissen wollt, wo ich die gekauft habe, dann schaut einfach mal in die Infobox, denn da werde ich euch das Ganze einfach mal reinschreiben. Und wenn ihr das Ganze gut verknetet habt, seid ihr auch schon mit diesem Schleim fertig.
das war's auch schon von dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, würde ich mich mega über ein Däumchen nach oben freuen. Oder auch über einen lieben Kommentar. Ansonsten hoffentlich bis morgen. Und ciao!